Was zuletzt geschah. Nick Schrosmers nächster Verrat. Er wollte nie einen Waffenstillstand. Er nutzte Chinooks Unachtsamkeit und griff ihn an, so wie Bisasam in der Vergangenheit. Doch dieses Mal mit weniger Erfolg. Anders als Bisasam überlebte Chinooks und kämpfte mit aller Entschlossenheit. Nick Schrosmer konnte nicht gewinnen. Doch ein Sieg war es deswegen trotzdem nicht für unser Team. Nick Schrosmer verschwand, doch er nahm Chinooks mit sich. Und nun musste das Team geschwächt in die Welt der Menschen reisen. Günthers Verschwinden von dort lag bereits Jahre zurück. Da er seine Menschenform wieder annahm, wusste er, würde dies ein Problem werden. Aber Probleme sind da, um gelöst zu werden. Mit einer Waldhütte als Unterschlupf und einer Walrossmaske als Tarnung würde nun der Krieg für alle beginnen. Und Chinooks würde gerecht werden. Kapitel 17. Die ersten Tage. Die ersten Tage in der Welt der Menschen waren für uns alle eine sehr ungewohnte Erfahrung. Den ersten Tag nutzten wir vollständig, um uns auf den aktuellen Stand zu bringen. Wir fanden dabei vieles heraus. Menschen bauen sich in der Regel Teams aus 6 Pokémon zusammen. Auch Pokébälle waren ein Alltagsgegenstand geworden. Ihre Kampfart war für uns alle ungewohnt. Sie kämpften wie in den Videospielen. Nur ein Pokémon auf einmal, alle nacheinander. Alle greifen abwechselnd an. Was für ein Schwachsinn! Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass auch nur einer von uns dieses System gut fand. Aber eine große Wahl hatten wir nicht. Wir würden viel Aufmerksamkeit erregen, auch gegenüber Darkrai. Doch auf keinen Fall durften wir Techniken aus der Pokémon-Welt nutzen. Es wäre unfassbar auffällig. Daher mussten wir uns wohl anpassen. Wir entschieden uns, dass aus dem 8 Pokémon starken Team jeden Tag 2 zurückbleiben würden. Sie würden sich um Dinge wie die Einkäufe oder einfach um das Bewachen der Basis kümmern. Auch erfuhren wir viel über das System des Krieges. Anscheinend wächst Darkrais Macht mit jedem Trainer, der unter seiner Armee fällt. Sobald jeder Trainer besiegt wäre, wäre die Welt verloren. Zuerst dachten wir uns, wir würden den Krieg schnell beenden. Darkrai aufsuchen, ihn besiegen und Ende. Doch er war auf alles vorbereitet. Er hat es geschafft, ein Emblem zu erschaffen. Wie er dies vollbringen konnte, war für uns alle ein riesiges Rätsel. Dieses Emblem brach er in 5 Teile. Nur wenn alle Embleme wieder vereinigt werden würden, würde ihre schützende Kraft auf Darkrai nachlassen. Um es kurz zu machen, sie machten Darkrai unverwundbar. Aber auch für uns hatten sie einen Vorteil. Sie stoppten uns, doch auch Darkrai. Die Macht, die er kontrollierte, war auf seine Generäle verteilt. Er selber konnte ebenfalls nur schwer kämpfen. Doch wozu auch? Immerhin hatte er eine riesige Armee und seine Generäle. Somit mussten wir all diese Generäle besiegen, um Darkrai verletzen zu können. Auch fanden wir so manches über bestimmte Trainer heraus. Zum Beispiel fand ich Berichte über eine Trainerschule. Ihr Schulsprecher solle ausgesprochen stark sein. Oft bekämpften Trainer sich gegenseitig, um festzustellen, wer würdig ist, sich der Elite von Darkrais Armee zu stellen. So lernten wir auch etwas über einen Trainer, der in aller Munde war. Die Leute nannten ihn den Pokémon-Champion. Er sei erst einmal besiegt worden. Sein Team sei so unfassbar stark, dass es kaum machbar sei, einen Kampf zu gewinnen. Er hatte jegliche Tricks und Kniffe studiert und konnte jeden Zug seiner Gegner lesen. Er sei der talentierteste aller Trainer. Seine einzige Schwäche sei sein Hochmut. Und dieser sorgte dafür, dass er bereits gegen Darkrais Armee verlor. Er kämpfte zwar immer noch, doch auf Darkrais Liste war er abgehakt. Er machte den Fehler, sich Darkrai persönlich zu stellen. Dieser war offensiv zwar unfassbar schwach, doch seine Unverwundbarkeit machte einen Sieg trotzdem unmöglich. Doch vor allem war dieser Trainer bekannt, da er der einzige war, der bereits einen General niederstrecken konnte. Einer der 5 Generäle Darkrais war bereits gefallen. Machado war der Name des Pokémon.
Doch was für mich viel interessanter war, war der Name des Champions. Eine Schlagzeile stach mir dabei ins Auge. Unbezwingbar, Pokémon-Champion Olaf streckt General nieder. Pokémon-Champion Olaf. Der zweite Tag war der erste, an dem wir uns wirklich aufmachten. Leider waren die Verstecke der restlichen vier Generäle unbekannt, deswegen konnten wir nicht sofort zu ihnen aufbrechen. Wir brachen in einer Stadt sehr in der Nähe auf. Diese war, laut Medien, die betroffenste aller Städte. Der Krieg war dort am stärksten. Mit Latias Hilfe war die Reise kein Problem. Das Team des ersten Tages? Latias, Lord Ecke, Bulbi, Hydropi, Eevee und Chillast. Seemops und Latios blieben zurück. Seemops für Erledigung, Latios für die Überwachung. An vielen Orten in der Stadt kämpften Trainer gegen verschiedenste Pokémon. Ich entschied mich, mich einfach einzumischen. Vielleicht würde ich hier irgendetwas erfahren. Ich bemerkte viele Leute, die mich merkwürdig ansahen. Meine Maske war nicht gerade unauffällig. Zudem war sie auch für mich nicht angenehm. Unter ihr war es sehr, sehr warm. Außerdem roch sie komisch. Die meisten schienen sich jedoch nicht allzu viel dabei zu denken. Doch bereits nach 20 Minuten geschah etwas, das mich nicht gerade zum Volkshelden machte. Bulbi war gerade im Kampf gegen einen Shillock, als ihr etwas im Augenwinkel auffiel. Sie stürmte sofort auf ein anderes Pokémon los, welches gerade ein Kadabra angriff. In meinem Schockzustand hatte ich eine Kurzschlussreaktion und rief ihr hinterher. Aber natürlich wollte ich, dass sie mich verstand. Und deswegen war meine Sprache für die umliegenden Trainer sehr verwirrend. Doch tatsächlich sahen mich viele zwar sehr seltsam an, hakten aber nicht weiter nach. Bulbi hatte das Pokémon inzwischen besiegt. Das Shillock, welches sie zuvor bekämpft hatte, hatte sich offensichtlich entschlossen, weiterzuziehen. Ich sah nach, was Bulbi dazu bewegt hatte, so plötzlich ihre Stellung zu verlassen. Sie sprach mit dem Kadabra. Anders als der Trainer des Pokémon, der gerade mit einem anderen Pokémon im Kampf beschäftigt war, verstand ich natürlich jedes Wort. Träum ich etwa? Bist du das, Bulbi? Nein, du bist hellwach, genau wie alle anderen hier. Ich bin's, lang nicht gesehen, Kadabra. Sie drehte sich kurz zu mir und stellte uns einander vor. Kadabra, das ist Günther. Er ist mein Trainer. Aber eigentlich kommt er auch aus der Welt der Pokémon. Günther, das ist Kadabra, ein alter Gildenkollege von mir und derzeit Gildenmeister dort. Ich nickte kurz. Ich wollte nicht noch etwas Falsches sagen. Mein Name sagte dem Pokémon etwas. Günther? Der Günther? Das Kanimani? Wieder nickte ich. Ich fand es ehrlich gesagt erleichternd, dass der Fokus ihres Gespräches sich schnell wechselte. Ich machte mich wieder an den Kampf und ließ die beiden weiterreden. Da ihre Unterhaltung jedoch wohl deutlich interessanter war als mein Geplänkel, habe ich Bulbi gebeten, das Gespräch niederzuschreiben. Bulbis Sicht. Günther wandte sich wieder im Kampf zu. Ich unterhielt mich weiterhin mit Kadabra. Warum seid ihr denn hier und wo sind die anderen Gildenmitglieder? Überall in der Welt wurden Portale geöffnet. Als wir herausfanden, wozu, hat die Gilde sich geeinigt, zusammen gegen Darkrai zu kämpfen. Wir wurden getrennt und jeder ist nun bei einem anderen Trainer, manche zu zweit bei einem. Doch das ist kein Nachteil für uns. Nach dem Krieg werden wir alle zur Gilde zurückkehren und uns dort wieder vereinigen. Ich denke, ihr seid aus einem ähnlichen Grund hier, nicht? Ja, Darkrai ist für uns ja schon ein alter Bekannter. Ehrlich gesagt, ich bin enttäuscht, dass ich mich so geirrt habe. Nachdem er uns auf unserer Reise begleitet hatte, hatte ich gedacht, er wäre vielleicht gar nicht so ein schlimmer Kerl. Aber was er hier tut, was er getan hat, ich wurde sehr traurig mit Erinnerungen an die Bergspitze. Ihr seid mit dem vollständigen Team hier, nicht? Keine Frage, die mir in meinen Gedanken half. So vollständig, wie wir sein können. Auch Kadabra schien zu bemerken, dass mir etwas auf dem Herzen lag. Was los, Bullen? Wie ist irgendwas passiert? Es ist Shinux. Sag mir nicht, dass es ist, was ich denke. Ich nickte nur kurz. Das kann ich... Es tut mir so leid, Bulbi. Was ist geschehen? Darkrai, er hat Nick Schossmer zurückgeholt, um uns zu vernichten. Er hat uns etwas vorgespielt und dann kommt er aus dem Hinterhalt. Aber Shinux hat trotzdem gekämpft und er hätte gewonnen. Aber dann ist Nick Schossmer... Hat er... Es fiel mir so schwer, über das zu reden, was dort passiert war. Ich spürte so einen brennenden Hass in mir. Ein Hass gegenüber Darkrai.
dass er zu so etwas in der Lage ist. Ich werde versuchen, allen aus der Gilde mitzuteilen, was geschehen ist. Wir haben noch einen Grund zu kämpfen. Wir werden Dakra alle zusammen stoppen. Ich wollte gerade noch etwas sagen. Da hörte ich einen lauten Knall und musste mich gegen eine Schockwelle stemmen. Günthers Sicht, wenige Sekunden zuvor. Und dann geschah das, weshalb mich die Leute schon nach einem Tag für einen geisteskranken Freak hielten. Es lief alles ganz normal. Lord Ecke befand sich gerade in einem ziemlich intensiven Kampf gegen ein Gewaldro. Die beiden schenkten sich nix, aber auf Dauer war Lord Eckes Sieg eindeutig absehbar. Doch der Kampf blieb leider nicht fair. Wie aus dem Nichts tauchte hinter Lord Ecke ein seltsames Pokémon auf. Es war ein Vulnona und hatte komplett schwarzes Fell. Nur seine Augen glühten rot. Es schien sofort angreifen zu wollen, und so kam eins zum anderen. Es war wieder eine Schocksituation, die den Fehler hervorrief. Ich hörte die Determination sprechen. Jetzt mach doch etwas! Sie sagte dies zwar, doch wusste, dass ich es innerhalb einer halben Sekunde nicht schaffen würde zu reagieren. Doch mein Schock öffnete ihr Tür und Tor. Ich möchte nicht sagen, dass die Determination in dieser Situation gegen uns gehandelt habe. Doch es war definitiv ein großes Minus zum Thema unauffällig. Bevor ich die Chance hatte, etwas zu tun, war bereits ein Projektil auf dem Platz eingeschlagen. Alle Kämpfe kamen urplötzlich zum Stillstand. Das Vulnona schien unverletzt, aber komplett aus der Bahn geworfen. Auch Lord Ecke ging es ähnlich. Ich brauchte einen Moment, um zu realisieren, was passiert war. Ein kleiner Krater befand sich in der Straße. Alle starrten in meine Richtung. Die Determination zog sich sofort zurück. Sie hatte die Kontrolle übernommen, um Lord Ecke zu helfen. Doch dadurch wurde ich schnell zum Gesprächsthema. Das Vulnona sah etwas ängstlich in meine Richtung, bevor es auf der Stelle verschwand. Ich sah immer noch ein rotes Flimmern um mich herum. Die Situation war absolut schrecklich. Ich wollte keine weiteren Kämpfe mehr sehen und was ich jetzt tat, war sowieso relativ egal. Die Menschen würden mich sowieso alle für krank halten. Lord Ecke, Bulbi, kommt her! Rückzug, alle! Wir brachen sofort auf und kamen nicht lange danach bei der Basis im Wald an. Den ganzen Rückweg sagte keiner ein Wort. Kaum war ich in der Hütte angelangt, riss ich mir die verschwitzte Maske vom Kopf. Scheiße! Verdammte Scheiße! Latios und Seemops waren beide sehr verwirrt, bis die anderen ihnen die Situation erklärten. Das heißt, alle Menschen auf dem Platz haben die Determination gesehen? Ja, aber für sie wird es einfach eine zerstörerische Macht sein. Und das zusammen mit der Sprache? Als Mensch sehen sie mich nicht mehr, das ist klar. Wieder einmal hörte ich eine Stimme in meinem Kopf. Also bin ich jetzt wieder der Böse? Ach ja. Versteh mich nicht falsch, ich fand es gut, was du getan hast. Die Menschen aber nicht. Das wird uns vieles erschweren. Es kam kein weiterer Beitrag von ihr. Also hat die Determination mich vor diesem Pokémon gerettet. Was war das denn für ein Ding? Ich wünschte, ich hätte irgendeine Idee. Latios fragte, wie sagtet ihr, sah das Wesen aus? Wie ein schwarzes Vulnona? Wir alle bejahten. Warum? Hast du eine Idee? Eine sehr weit hergeholte Theorie, die eigentlich nicht stimmen kann. Aber unser einziger Anhaltspunkt. Wisst ihr noch, was Fade und Fanda uns in Metro City erzählt haben? Sie haben nebenbei etwas von jemandem erzählt, der sie verraten hat. SD, sagten sie nicht, er sei ein schwarzes Vulnona? Er hatte recht, doch Hydropi wies ihn zurecht. Das stimmt zwar, aber du hast etwas vergessen. Sie haben auch erzählt, dass er schon lange tot sei. Er kann es nicht sein. Letztendlich blieb uns nichts anderes übrig, als das Thema fürs Erste ruhen zu lassen. Mit Glück müssten wir ihn nicht wiedersehen. Wir konnten derzeit nur auf den nächsten Tag warten. Dieser brach auch bald an. Wir entschieden uns, nicht sofort aufzubrechen. Zuerst würde Chelast sich aufmachen, um eine aktuelle Zeitung zu besorgen. Am späten Vormittag kam er zurück. Natürlich war ich von uns der Einzige, der sie lesen konnte. Nur die Bilder halfen meinen Freunden zum Verständnis. Tatsächlich war ich anders als erwartet nicht auf der Titelseite. Dort brachten sie einen Bericht von der Küste des Pazifiks, an der anscheinend seit einiger Zeit Reshiram als Teil der finsteren Armee wütete.
Anscheinend war nun ein anderes legendäres Pokémon gegen ihn aufgestanden und die beiden würden sich bekämpfen. Das legendäre Kyogre hilft den Leuten an der Küste gegen Reshiram. Ein Rückschlag für Darkrai ist immer gut. Leider ist schon bekannt, dass Reshiram kein General ist. Eevee wirkte sehr aufgewühlt. Kyogre ist auch im Krieg, hoffentlich schafft er es. Auf meine Rückfrage erklärten sie mir Kyogres kleine, aber bedeutende Rolle in ihrem Abenteuer. Und auf Seite 2 fand ich schließlich, was ich suchte. Maskierter mit übernatürlichen Kräften. Freund oder Feind? Lord Ecke wirkte relativ optimistisch. Sie haben dich zumindest noch nicht als böse abgestempelt. Leider musste ich ihn korrigieren. Wenn die Zeitung bei uns so eine Frage stellen, heißt das nichts anderes als macht ihn weg, er ist anders. Wir müssen ab sofort noch vorsichtiger sein. Und so brachen wir wieder auf. Und viele neue Begegnungen standen uns schon bald bevor.